Dieser Wissenschaftler auf der Hütte, Horst Sauer. Er hat mir nach seiner Rückkehr aus Baltaja den Brief gebracht. Ich kann nicht glauben, dass Leon auf der Flucht ist, ganz allein in diesen Bergen, mitten im Winter. Ich muss meinen Koffer fertig packen, bevor wir uns verabschieden, liebes Tagebuch. Die Medizin gegen meinen Husten. Mama zwingt mich, sie wieder zu nehmen, seit ich beim Lesen von Leons Brief zusammengebrochen bin. Ich sollte sie einpacken. Komm schon, Dana. Genug der Tränen. Wie gesagt, liebes Tagebuch, ich reise morgen ab. Papa und Mama schicken mich für ein paar Monate in ein Sanatorium außerhalb der Stadt. Sie sagen, es sei wegen meiner Gesundheit. In anderen Worten, sie schicken mich und mein Geheimnis weg von neugierigen Augen. Meine Eltern haben das Angebot, für meinen Sanatoriumsaufenthalt zu zahlen, von ihren alten Freunden, den Zimmers, angenommen. Die Zimmers sagen, das tun sie im Namen ihrer langen Freundschaft mit Papa und Mama. Aber ich glaube, es tut ihnen leid, dass sie es sich leisten können, aus Wagen vor den braunen Schatten zu fliehen, während Mama und Papa das nicht können. Der ideale Erholungsort für Sommer und Winter in malerischer, bezaubernder Lage mit Blick auf die Dombre. Tja, hoffen wir mal, dass das stimmt. Ich wollte alle meine alten Spielzeuge und Puppen weggeben. Aber jetzt werde ich sie in ein paar Jahren wohl brauchen. Ich räume dich hier rein, sobald ich fertig bin, liebes Tagebuch. Hier bist du sicherer, als wenn ich dich mitnehme und eventuell verliere. Junta hat mich wohl inspiriert. Ich bin fast fertig. Nur noch meine Medizin und die Broschüre, die Herr Zimmer Papa und Mama gegeben hat. Oh, und ein kleines Andenken an sie wäre nett.
Armer Papa, arme Mama. Sie waren am Boden zerstört, als der Arzt, den sie nach meinem Zusammenbruch holten, mein Geheimnis entdeckte. Das Geheimnis, über das ich mit niemandem zu sprechen wagte. Nicht einmal mit dir, liebes Tagebuch. Jetzt kann ich es dir sagen. Ich bin schwanger, liebes Tagebuch. Leon ist der Vater. Es gab viele Tränen und Geschrei, als der Arzt es Papa und Mama sagte. Aber sie haben beschlossen, mein Kind als das Pflegekind einer vermissten Verwandten auszugeben. Alle erwarten, dass ich mich schuldig fühle. Aber ich kann nicht anders. Ich denke schon über Namen nach. Wenn es ein Junge ist, heißt er natürlich Leon, um seinem Vater Glück zu bringen. Falls es ein Mädchen werden sollte, dann werde ich sie Anna nennen. Papa ist um 10 Jahre gealtert, seit er von meiner Schwangerschaft weiß. Aber was ihn am meisten belastet hat, war offenbar Herrn Zimmer um Hilfe zu bitten. Mama sagt, Leon ist nur ein skrupelloser Abenteurer, der ein unschuldiges Mädchen ausgenutzt hat. Aber ich weiß, dass das nicht wahr ist. Ich räume dich hier rein, sobald ich fertig bin, liebes Tagebuch. Hier bist du sicherer, als wenn ich dich mitnehme und eventuell verliere. Gut, das sollte alles sein. Jetzt muss ich noch den Tagebucheintrag fertig schreiben und es zusammen mit Leons Brief irgendwo verstecken. Jetzt weißt du alles, liebes Tagebuch. Ich denke, jetzt ist es wohl Zeit, sich für eine Weile zu verabschieden. Ich kann nur hoffen, dass Leon den Winter in diesen entlegenen Bergen überlebt. Und dass er einen Weg findet, heimzukommen und seinen Namen reinzuwaschen. Bis dahin warten wir. Ich und das Baby. Und das Baby. Glauben Sie immer noch, dass zwischen Ihnen eine Verwandtschaft besteht, Kate Walker? Alles, was ich weiß, ist, dass meine Familie mütterlicherseits aus Europa kam. Wie viele New Yorker. Ich weiß nicht, woher genau, aber... Und dann ist da die Spieluhr, die mir meine Mutter hinterließ, die Hymne von Wagen spielt. Es wirkt alles wie... wie Magie. Als wäre es Schicksal.
oder ein Zufall, Kate Walker. Das Gesetz des Zufalls besagt, dass einem Individuum umso mehr Zufälle zustoßen, je mehr dieses an Zufälle zu glauben geneigt ist. Aber dann gibt es da doch noch die Tatsache, Oscar, dass alle mir sagen, wie sehr ich Dana ähnlich sehe. Was haben Sie als nächstes vor, Kate Walker? Im Tagebuch stand, Dana wollte in ein Sanatorium außerhalb der Stadt. Dort steht vielleicht in den Akten, was aus ihr und dem Baby wurde. Bevor wir fahren, gibt es aber noch etwas anderes. Was denn, Kate Walker? Das Pogrom, von dem Frau Hegel erzählte, bei dem das Haus und das komplette Viertel zerstört wurden, fand 1938 statt, wenn ich mich recht erinnere. Dana schrieb, dass sie Ende 37 ins Sanatorium gehen und einige Monate dort bleiben würde. In der Tat, Kate Walker. Also ist es von hoher Wahrscheinlichkeit, dass sie während des Pogroms wohl in Sicherheit war. Ja. Aber was, wenn sie zu Hause war? Mit ihrem Baby? Bevor wir zum Sanatorium gehen, muss ich es wissen. Wir müssen die Gegend nach mehr Informationen absuchen. Gut, Kate Walker. Wo Sie hingehen, folge ich. Solange Sie Ihre Tasche nicht vergessen. Glauben Sie mir, Oscar. Sie sind der einzige Freund, den ich habe. Ich verliere Sie nicht. Drohungen. Voller Fehler, unterzeichnet von Frank Höss. Der Mann der braunen Schatten, der Leon auf der Hütte angegriffen hat. Er hat ihn nie verziehen und verfolgte Dana während des Pogroms. In der Tat, Kate Walker. Aber die Existenz dieser Botschaft könnte bedeuten, dass sie während dieser tragischen Ereignisse nicht hier war. Das ist wohl ein guter Hinweis. Aber ich brauche mehr. Laut diesem Brief sollte Dana also bis Dezember 1938 im Sanatorium bleiben. Offenbar gab es gesundheitliche Komplikationen. Wir sind nah dran, aber nicht nah genug, um Schlüsse zu ziehen. Danas Initialen. Wir waren vorhin auf der anderen Seite dieser Wand, Kate Walker. Es ist, als wären wir durch einen Spiegel gegangen. Das verstehe ich nicht, Kate Walker. Vergessen Sie's. Ich rede Unsinn. Wenn Sie das sagen, Kate Walker. Das funktioniert nicht.
Von Dana steht hier nichts. Anton und Lena Rose. Danas Eltern. Oh Gott, sie wurden bei dem Pogrom getötet. Wird Dana Rose auch erwähnt? Sieht nicht so aus, nein. Aber ich muss sicher gehen. Tut mir leid, dass ich Ihnen nicht helfen konnte. Ich hoffe, Sie sind mir nicht böse. In dem Buch steht, dass das Pogrom Anfang November 1938 stattfand. Ich glaube, das war's. Wir wissen, dass das Pogrom Anfang November 1938 stattfand. Danas Eltern, Anton und Lena, sind umgekommen. Aber Dana war angeblich damals im Sanatorium. Das scheint auch bestätigt zu sein von dieser Nachricht, die Frank Höss im Haus hinterlassen hat, Kate Walker. Ganz genau. Also sind wir hier fertig, Oscar. Nehmen wir die Tram zurück zum Gasthof. Gleich morgen früh versuchen wir, das Sanatorium zu finden. So, das ist sie also. Die berühmte Kate Walker. Bitte, wie? Dana Rose. Ich kannte sie sehr gut, wissen Sie? Unsere süße Dana. Sie warten auf die Tram, nicht wahr? Nun, wir unterhalten uns besser im Gasthof. Angeblich zieht ein Sturm auf. Sehr erfreut, Sie kennenzulernen, Miss Walker. Colonel Blake. Colonel Blake oder Junter Steinhoff? Da haben Sie gut kombiniert, was? Sie sind eine kluge junge Frau.
Doch Sie wollen sicher wissen, warum ich hier vor Ihnen stehe und den Nachnamen eines Offiziers Ihrer Majestät führe. Aber hier ist unsere Bahn. Wären Sie so nett? Also, Frau Walker, Sie sind sehr still. Ich hätte gedacht, Sie hätten Fragen an mich. Nicht? Ich habe gelesen, dass Sie Ihr Prestige als Künstlerin genutzt haben, um die braunen Schatten auszuspionieren, vor und während des Krieges. Wie heißen Sie denn nun? Junta Steinhoff oder Colonel Blake? Mein Name ist Janet Blake, Frau Walker. Kein Name, dem die braunen Schatten Vertrauen entgegengebracht hätten, wie Sie sicher verstehen. Also nahm ich den Mädchennamen meiner Mutter an. Meine Eltern waren österreichische Diplomaten, müssen Sie wissen. Also waren Sie eine Art Doppelagentin? Bei Ihnen klingt das romantischer, als es in Wirklichkeit war. Aber ja, so könnte man es wohl nennen. Sie haben den Gasthof erwähnt. Sind Sie etwa der andere Gast? In der Tat, Frau Walker. Es war Frau Wagner, die mir von Ihnen erzählt hat. Als sie sagte, sie suchen nach Dana, wusste ich, dass ich mit ihnen reden muss. Frau Wagner sagte mir, ich solle in der Akademie anrufen. Das tat ich dann auch. Dort schickte mich der Rektor dann wiederum zur Brücke der Nebel. Und so kam es, dass ich hier entlang spazierte und nach einer geheimnisvollen Amerikanerin mit einem Gemälde fragte. Haben Sie neue Informationen über Dana für mich? Das könnte gut sein, Frau Walker. Aber wie wäre es, wenn Sie mir zuerst berichten, was Ihre kleinen Ermittlungen über Dana ergeben haben? Ich weiß, dass Dana sehr besorgt war, weil Leon fliehen musste. Nach dem Tod eines Wissenschaftlers. Herr Berger. Nur zu verständlich. Wie hätte er den Winter alleine im Gebirge in einem fremden Land überleben sollen? Ja, allerdings. Das ist genau die richtige Frage, Frau Walker. Diese Expedition zum Ursprung in Baltaja. Eine einzige Katastrophe war das. Ich habe heute herausgefunden, dass Dana in dem Sommer schwanger wurde, in 37. Leon war der Vater. Also beschlossen ihre Eltern, sie in einem Sanatorium zu verstecken, außerhalb der Stadt. Ich nehme an, das hat sie vor der Pogromnacht der braunen Schatten gerettet. In Wagen. Da haben Sie recht. Ihre Eltern allerdings... Ja, ich weiß, dass sie umkamen. Arme Schweine. Verzeihen Sie den Ausdruck. Das ist alles, was ich weiß. Können Sie mir sagen, was mit Dana passiert ist, nachdem sie für die Geburt im Sanatorium war? Ich muss gestehen, Miss Walker, ich hatte befürchtet, dass Sie einige der schmerzhaften Details hier übersehen würden, was eindeutig der Fall ist. Was meinen Sie?
Ich denke, es ist das Beste, wenn wir bis zur Endstation in dieser Bahn sitzen bleiben. Ich weiß, das ist eine seltsame Bitte, aber Sie müssen das wirklich selbst sehen. Also ich. Bis dahin empfehle ich Ihnen, aus dem Fenster zu blicken. Glauben Sie mir, das lohnt sich. Tut mir leid, Miss Walker. Aber Sie auf der Brücke zu verfolgen war anstrengender, als ich dachte. Schon in Ordnung. Ich kann warten. Ach, Unsinn. Ich weiß, wie sehr Sie darauf brennen, etwas über Dana zu erfahren. Also gehen Sie vor. Ich treffe Sie in Abschnitt O8. Dort hole ich Sie ein. Können Sie mir nicht einfach sagen, was wir hier machen? Ich weiß, es wirkt grausam, dass ich in Rätseln spreche und so geheimnistourisch bin wie eine verfluchte Wahrsagerin. Aber ich sage Ihnen, Sie müssen es selbst sehen. Na gut. Und vergessen Sie nicht, Abschnitt O8. Suchen Sie den, dort treffe ich Sie. Oh, hier ist es eisig kalt.